Zurück in Fischbach. Hier möchte Christian einen Spielwarenhandel aufziehen, um von seinen Schulden herunterzukommen. Doch Max Postulka befürchtet, dass er dabei zu naiv vorgeht. Wenn die Margen so gering sind, ne, dann wirst du ja für dich nur einen Gewinn erwirtschaften können, wenn du einen relativ hohen Umsatz erzielst. Wie willst du da hinkommen? Boah, ja, also Startkapital. Ich hab ja das Ganze angefangen mit Startkapital. Wo kommt denn das Startkapital her? Das Startkapital habe ich mir geliehen als Darlehen. Von privater Person. Oh. Und wie viel hast du dir geliehen? Insgesamt 5.000 Euro. 5.000 Euro? Und die stecken jetzt hier in der Renovierung? Nein, leider nicht. Nicht? Weil ich wollte erst den Webshop von einem machen lassen und bin dann auf die Schnauze gefallen, habe das Geld bezahlt. 5.000 Euro. Und dieser Mann ist mit meinem Geld weg. Max Postulka ahnt Schlimmes. Denn schon jetzt hat Christian nach eigenen Angaben rund 40.000 Euro Schulden. Also das geliehene Startkapital, 5.000 Euro, futsch. Ja. Insgesamt futsch. Ja. Nicht 1.000 Euro davon, Anzahlung, bis die Seite gebaut ist und Restzahlung, wenn fertig ist, sondern du hast erstmal alles vorausgezahlt. Ja. Jetzt haben wir einen Anfängerfehler, Christian, ne? Ja, das habe ich dann auch gemerkt. Aber ich habe mir gesagt, ich will mir wegen so einem Typ das jetzt nicht kaputt machen lassen. Und mit deinem Traum. Ja, und will es trotzdem versuchen hinzukriegen. Und wie? Baust du die Webseite und den Webshop jetzt selbst? Oder? Ich selbst. Mach das selbst. Machst du selbst? Ja. Und das kannst du? Jetzt ja. Jetzt ja. Ja, ich habe mir so eine Schulung mitgemacht und jetzt mache ich das alles selbst. Schon mit dem Aufbau des Ladens im Keller scheint Christian überfordert. Ob zumindest sein Internetauftritt überzeugen kann? Oh, das ist aber... Das ist dein Warenbestand, den du da drin hast? Nein, das ist noch nicht der ganze Warenbestand. Aber im Moment sind da 5, 6, 7, 15 Sachen drin. Das ist ein bisschen weniger als bei Amazon, ne? Ja, weil ich jetzt gerade am Bearbeiten war, mit den Sachen wieder reinzumachen. Also... Christian, ganz ernst, du hast dir Mühe gegeben, okay, aber ich glaube, damit kannst du gegen Amazon oder eBay, da kannst du nicht mit gegen anstecken. Ne? Darüber habe ich 3 Verkäufe bis jetzt. Und wie sind die 3 auf deinen Shop gekommen? Das Freund, ein Mundbekannter. Ach so, also Bekannte, die wussten das, okay. Der Schuldnerberater erkennt, dass Christian mit diesem Konzept jeden Tag mehr Verbindlichkeiten anhäuft. Christian, ganz im Ernst, also ich glaube, das wird ein Rohrkrepierer, wirklich. Also du wirst hier keine Kinder reinbekommen, ja? Also was hier, guck mal, der Boden ist noch, das ist offen, ja? Das Regal steht auf der Kante, guck dir das mal an. Wenn hier irgendwie ein Kind dran zieht oder sowas, ja, das kommt einem alles entgegen. Also du wirst hier, glaube ich, auch vom Gewerbeamt gar keine Genehmigung bekommen, hier einen Verkaufsraum draus zu machen. Du hast ein Mini-Fenster, du hast keinen richtigen Zugang, die Tür ist viel zu flach, Brandschutzvorrichtung. Guck mal, hier hängt alles, also es ist ja quasi ein Rohbau hier, ne? Das ist feucht da oben. Du musst es ja von Grund auf sanieren. Du versuchst mit dem Kopf durch die Wand, aber die Wand ist härter. Ich sag dir, die Wand ist härter, du wirst da nicht durchkommen mit deinem Kopf. Und wenn du das nur übers Internet machen willst, dann kämpfst du da ja auch gegen Giganten. Du brauchst da richtig, richtig Geld. Das wird nichts. Und das größte Problem ist, das sind ja deine Schulden, die dich ja noch drücken. Das heißt, sobald ein Umsatz reinkommt, kann ja reingepfändet werden. Das würde den 35-Jährigen vollends ruinieren. Für einen Selbstständigen gibt es keinen Pfändungsschutz. Das heißt, sobald da Geld fließt, kann eine Kontopfändung kommen, kann der Gerichtsvollzieher kommen, dann ist das Geld weg, um wieder Geld einzukaufen, um die Miete zu bezahlen, um den Strom zu bezahlen, um ja, die laufenden Kosten einfach zu bezahlen. Und deshalb in so einer Situation ohne Eigenkapital mit Schulden eine Selbstständigkeit anzufangen, ist die blödste Idee, die man haben kann. Du musst gucken, dass du erst das mit deiner Schulde weißt, es ist Ruhe und dann kannst du sagen, mit Sicherheit, jetzt kann ich was aufbauen, es kommt kein Gläubiger.
So, und damit wir jetzt mal die Struktur bekommen, ja, müssen wir jetzt deine Unterlagen aufarbeiten. Die Ordner hast du wahrscheinlich nicht hier, ne? Das ist ja Verkaufsfläche, sondern da schauen wir uns mal an. Komm. Statt in einem Büro lagert Christian die Unterlagen zusammen mit seinen Habseligkeiten in einem Zimmer im Erdgeschoss. Hier schläfst du, oder? Ja, genau. Okay. Das sind meine Ordner. Das sind deine Ordner. Wo ich jetzt sortiert habe, von A bis G und von H bis Z. Da ist die Schufa-Auskunft. Ah, das ist das Buch. Also so, was finde ich jetzt hier? Schufa-Auskunft. Schufa-Auskunft. Hast du sogar hier schön mit Laschen gemacht. Das ist aber gut. Wie es aussieht, hat Christian zumindest seine Akten sorgfältig geordnet. Dort taucht auch er mal als Gläubiger auf. Das war mein erster Kunde, wo ich den Kasso einschalten muss. Du hast auch schon Kunden, die nicht bezahlt haben. Ja. Und wie findest du das? Ja, ärgerlich, weil das sind auch weitere Kosten für mich gewesen. Ja. Also als Unternehmer eine Katastrophe, oder? Mhm. Aber dann kannst du dich ja jetzt in die Lage von deinen Gläubigern versetzen, ne? Ja. Weil denen ging es ja genauso, ne? Du hast ja bestellt und es einfach nicht bezahlt, ne? Ja. Und sogar noch weiterverkauft und das Geld einkassiert, ne? Also müssten die ja eigentlich 10-mal sauer auf dich sein. Ja. Beim letzten Mal hast du gesagt, die Schulden liegen so bei 30.000 bis 40.000 Euro. Und ich bin jetzt schon bei über 73.000 Euro. Boah. Fast doppelt so viel wie befürchtet. Und das ist nur die Summe, die sich aus den Unterlagen ergibt, die dem Schuldnerberater bisher vorliegen. Hättest du jetzt nicht erwartet? Nee, aber Ende kann ich das nicht machen. Also 73.000, also das ist schon ein Haufen Holz. Also, wie man das zusammenbringen kann, ich weiß nicht, also verstehe ich nicht gerade. Also. Ich habe den großen Verdacht, dass ich die größten Brocken, wie eine Kreditkarte oder sowas, da noch gar nicht drin habe, weil ich da zwar gesehen habe, dass was von der Kreditkarte dabei ist, aber keinen Betrag gefunden habe. Und deshalb fehlt diese Summe in diesen 73.000 Euro noch. Ja, da weiß ich auch was noch, mit der Kreditkarte. Das habe ich und meine Frau damals gehabt. Wir haben nicht nur eine gehabt, wir haben zwei verschiedene gehabt. Ja. Ich hatte mal eine Rechnung da in Gießen bekommen, da war 1.386 oder was offen. Ja, dann sind wir eigentlich ziemlich genau bei 75.000 Euro. Was mich ehrlich geschockt hat, Christian, ist, dass viele Sachen auch noch aus der relativ jungen Vergangenheit aufgelaufen sind. Es gibt unzählig viele Forderungen, die, ich sag mal, aus den Jahren 2017 bis letztes Jahr aufgelaufen sind. Christians Scheidung liegt ungefähr ein Jahr zurück. Sachen aus dem Internet. Vor 3 Monaten ist er wieder bei seiner Mutter eingezogen. Klingelt es immer noch nicht. Wenn du dir diese Ausstellung anguckst, überall, wo so ein rotes Kreuz ist, das sind alles Portale aus dem Internet, wo erotische Dienstleistungen oder Partnerschaftsvermittlungen angeboten werden. Und da hast du überall Schulden nach den Unterlagen. Es sind in der Summe 74 verschiedene Forderungen, die an dich herangetragen werden, mit über 16.000 Euro. Eine sehr unangenehme Situation für den 35-Jährigen. Vor allem vor seiner Mutter und der baldigen Schwägerin. Ich bin mir das 100% sicher eigentlich, dass ich da nichts gemacht hatte. Aber 74 Portale kommen alle auf die gleiche Idee, dich in Anspruch zu nehmen, obwohl du nichts gemacht hast. Parship, Beate Use, E-Dates, S-Dating. Bei Beate Use, Parship, sehen Sie, das war zum Beispiel meine Frau, hat bei Beate Use was gemacht. Ja, Punkt aus. So. Dann gibt es irgendwelche Chats, wo du dich angemeldet hast. Feuchte, F***.de, Netline, Wow-Dating. Chaträume, Kiss No Frog, Flirty Girls, also das sind Best of Leonie, das sind jetzt keine Seiten, wo man sich wahrscheinlich als Frau anmelden würde.
Ja, auf meine E-Mail habe ich das. Sagt dir alles nichts. Auf meine E-Mail, also deswegen, ich habe da auch schon E-Mails bekommen, dabei habe ich diese E-Mail-Adresse gar nicht. Ja, aber du warst verheiratet, wenn dein Frau bei Beate Use bestellt hat. Das ist eine Sache, ja. So gibt es meins, deins. Ja, deswegen habe ich gesagt, guck, Beate Use war zum Beispiel meine Frau, habe ich gesagt, das war ich jetzt als dann. Und das, ja, weil ist ja mein Name. Keine Ahnung, da du dich dort gegen gewählt hast. Ja, aber ich kann nicht jetzt sagen, ja, ich weiß, wenn ich mich schon daran erinnern kann, ich kann mich schon an 4 Wochen erinnern. Das erinnere ich mich ein halben Jahr auch nicht dran, ob ich das war. Das ist mein Problem. Ja, aber soll ich jetzt mein Gehirn neu machen oder was? Das Leugnen und Verdrängen von Christian erschwert die Zusammenarbeit mit dem Schuldnerberater erheblich. Wir müssen über die Schulden offen sprechen, weil ich muss ja wissen, greife ich an und sage, du warst das nicht, lass es auf den Rechtsstaat dran ankommen, die sollen nachweisen, notfalls über Gutachten, dass du das warst, oder sage ich, okay, wir erkennen das an und dann muss ich mich darum kümmern, wie bauen wir die Schulden ab, verstehst du? Das ist ja mein Job, ich will dir helfen, ja, aber dafür muss ich wissen, wo ich dran bin. Ihr wart gemeinsam oder du auch vielleicht mal alleine auf irgendwelchen Seiten. Und daraus sind dann tatsächlich die Schulden entstanden. Also gehe ich jetzt davon aus, die Schulden bestehen alle zurecht. Zum größten Teil. Aber ist das alles aus der Zeit, wo du mit deiner Frau noch zusammen warst? Oder machst du das jetzt auch alleine? Oder? Nein, jetzt machst du was gar nicht mehr. Also, es war nur in der Ehe, waren wir da doch drauf. Das ist jetzt für dich alles Geschichte nach der Trennung? Also ich meine, du hast es ja auch gelebt. Ja, aber natürlich ist das für mich Geschichte, weil das, was mir dann passiert ist, und seitdem. Was ist jetzt genau passiert? Meine Frau wollte mich damals umbringen. Und da kam der Krankenwagen und hat zu mir gesagt, 5 Minuten später wären sie tot gewesen. Und seitdem kann ich auch mit keine Frau mehr im Raum sein, alleine. Und was hat die gemacht? Kannst du dich daran erinnern? Ja, wir hatten ja auch Drogen genommen. Und da habe ich Drogen genommen, war zu lange wach. Und dann bin ich irgendwann mal eingepennt. Und dann hat sie mich im Schlaf erwürgt. Erwürgt? Ja, und dann durch einen Arbeitskollege, der hat mich dann zurückgeholt. Und deswegen kann ich auch mit keiner Frau oder so mehr im Raum sein. Und ja, das Thema ist für mich erledigt mit Frauen. Und dann habe ich alles dadurch verloren, weil ich mir zurück wollte zu ihr, was auch verständlich ist. Dann habe ich dann erstmal 2019 auch in Gießen auf die Straße gelebt, obdachlos. Und dann bin ich dann, dass ich zu tief in die Obdachlosigkeit rutsche, habe ich dann gesagt, ich gehe wieder zurück nach Mainz, zu meiner Familie. Unfassbar, was du alles schon mitgemacht hast. Seitdem bist du jetzt bei deiner Familie? Ja. Und was mit den Drogen? Weiß gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Das habe ich aufgehört. Um Christian aus seiner Notlage helfen zu können, bleibt Max Postulka nichts anderes, als seinem Mandanten zu vertrauen. Und habt ihr gut. Alles geklärt? Wir haben erstmal alles geklärt. Genau. Dann macht's gut. Valeria alles hat mich gefreut. Ich auch. Gut. Okay, Max. Erika, alles Gute. Ich finde schon raus. Alles Gute, ne? Ciao. Wenn der 35-Jährige von nun an mit offenen Karten spielt, kann der Schuldnerberater auch einen Plan für ihn ausarbeiten.